ganz kurz anhand dieses Plans den Bunker erklären. Wir sind ganz unten schon. Das heißt, der Bunker ist auf zwei Ebenen gebaut. Kommt ruhig ein bisschen dichter, sonst hören Sie es nicht oder sehen Sie es nicht. Also, wir sind nicht so groß wie Rote Täter. Also, ne? Der ist auf zwei Ebenen gebaut, aber wir sind schon unten. Also tiefer steigen wir nicht. Wir gehen in den Berg rein. Dieser große Raum, das ist der, den ich Ihnen gerade gezeigt habe, der hier gegenüber ist. Da endet nachher auch unsere Führung. Dieser kleine Gang, den Sie hier sehen, das ist der, wo das Gitter davor steht. Und das ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Geheimgang. Denn das war damals nur der einzige Zugang zwischen den Tannhäusern und diesem Bunker hier, diese Anlage. Und den kannte nur der Leiter und der Hausmeister. Die anderen kannten ihn nicht. Auch die Dozenten, die da waren, oder auch Studenten oder Küchenpersonal ganz gleich, hatten davon keine Ahnung. Wir gehen in den Bunker rein. So, sehen Sie zuerst, dann gehen wir dran vorbei, weil es ein bisschen eng. Da können wir nicht stehen bleiben, aber Sie sehen es vorbeigehen. Das ist eine Dekontaminierungsschleuse mit einer Dekontaminierungszelle. Wenn es jetzt also zum Krieg gekommen wäre, dann hätten die Leute, die verstrahlt hier reingekommen wären, hier hergehen müssen, die Sachen da hinten in das Loch einschmeißen, das nicht strahlt, dann unter die Dusche gehen, also auch noch nicht nackt ausziehen, wirklich klar, dann unter die Dusche gehen und eine halbe Stunde kalt duschen. So, ich bin es. Anschließend diese warme Zeltwasser hält und die Unterricht. Das ist aus Schafswolle. Das hätten sie dann angezogen. Und Schafswolle kratzt und weiß nicht, wie das dauert, aber besser dann als Stern. Und dann soll auch die Untersuchung, die hat keine Zeichen mehr. Ob das funktioniert hätte, ist eine ganz andere Frage. Sicherlich hätte vieles nicht funktioniert. Deswegen sage ich Ihnen grundsätzlich. Alles, was Sie hier im Bunker sehen, das ist letzten Endes Theorie. Weil der Bunker ist gebaut worden für einen Tag X und diesen Tag X gab es nicht. Und deswegen ist auch nicht bewiesen worden, ob das auch funktioniert hätte. Vieles hätte sicherlich nicht funktioniert. Was hier aber war, das Geld, das lag hier. Das gucken wir uns ja nachher dann auch alles an.
Thank you.